Hey Leute, willkommen zu meinem ersten Quick-Tipp-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eure eigene LUT erstellen könnt. Eine LUT ist nichts anderes wie ein Color-Preset, was ihr ganz einfach auf eure Videos legen könnt, um diese farblich nachzubearbeiten. Ich schneide in Final Cut Pro 10, ist mein Schnittprogramm auf meinem Mac. Ich bin sehr zufrieden damit und wenn ihr Tutorials sehen wollt rund um Final Cut Pro 10, dann schreibt das mal in die Kommentare und wir öffnen unser Schnittprogramm, wo wir gerade unser Video geschnitten haben. Und hier zum Beispiel, das ist mein Video, mein Travel Video von der Sächsischen Schweiz, kann ich mal mit in die Videobeschreibung packen, falls das jemand mal angucken will. Und hier, das habe ich in D-Log mit meiner G81 aufgenommen. Das ist ein flaches Bildprofil, ist sehr zu empfehlen, das zu verwenden. Und das habe ich mit meiner eigenen LUT nachgegradet. Ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis und ihr sucht euch jetzt ganz einfach ein Bild raus, was ihr gut findet. Am besten eins, wo wenig Motion Blur drin ist, wenig Bewegungsunschärfe. Und ich werde das nehmen, das gefällt mir ganz gut. Natürlich stelle ich mein nachbearbeitetes aus, mache jetzt einen Screenshot davon, mache das Ganze hier groß, drücke nochmal auf die Pausieren, also auf die Leertaste, um das zu pausieren, gehe zurück zu meinem Punkt, den ich nehmen will, drücke die Command, die Shift-Taste und die 4, dann bekomme ich hier so ein Kreuz bei macOS und wähle da das Bild ganz einfach aus. Davon wird jetzt ein Screenshot gemacht, der dann auf meinem Schreibtisch, auf meinem Mac beim Schreibtisch abgespeichert wird. Das kann, glaube ich, verändert werden. Voreingestellt ist es auf jeden Fall so, dass es auf dem Schreibtisch gespeichert wird. Und wir öffnen das Bild jetzt in Lightroom. Ihr importiert das Bild in Lightroom, indem ihr das ganz einfach per Drag and Drop auf das Icon von Lightroom draufzieht. Das wird nun geöffnet, je nachdem, was ihr für ein Mac habt, dauert das immer eine gewisse Zeit. Wir wählen jetzt das Bildschirmfoto, den Screenshot aus, importieren den. So, dann gehen wir hier oben rechts auf das Entwickler-Tool, auf das Entwickeln-Tool und hier rechts können wir dann unsere Einstellungen an diesem Bild vornehmen. Je nachdem, wie wir das Ganze haben wollen. Ich gehe da jetzt auch detailliert nicht nochmal drauf ein, weil das ja eher in Richtung Quick-Tipp-Video gehen soll. Und falls ihr ein Video sehen wollt, wie man das detailliert macht, dann sagt mir das in den Kommentaren. Und ich spule jetzt ein bisschen vor mir, sehen uns wieder, wenn ich das Ganze fertig bearbeitet habe. Nachdem ihr euer Bild gegradet habt und mit dem Ergebnis zufrieden seid, geht ihr mit der rechten Maustaste auf Einstellungen, Einstellungen kopieren. Hier ist es wichtig, dass ihr solche Dinge wie Objektivkorrektur und Schärfe nicht verändert, weil ihr sonst Probleme mit dem Programm, was wir später verwenden werden, bekommen könnt. Hier kopiert ihr eure Einstellungen. Nun brauchen wir ein Programm, was ich gerade schon erwähnt habe. Und zwar ist das hier ein LUT-Generator. Das Ganze ist kostenlos. Ich packe das euch in die Videobeschreibung. Ich bin sehr froh, dass es das Programm gibt. Wir öffnen das Programm, gehen hier auf den linken Button und erstellen ein JPEG, welches wir auf den Desktop speichern. Wir haben hier schon ein JPEG. Das löschen wir mal ganz fix weg, dass wir nicht durcheinander kommen. Open. Es wird ein JPEG erstellt. Dieses beziehungsweise einen PNG wird erstellt, Entschuldigung, das war falsch. Dieses öffnen wir wieder, beziehungsweise importieren wir wieder in Lightroom. Importieren. Gehen wir auf Entwickeln. Jetzt gehen wir auf Rechtsklick, Einstellungen einfügen. Hier sehen wir auch, dass sich das Ganze nochmal verändert. Jetzt exportieren wir das Ganze. Exportieren. Wichtig, Qualität auf 100%, ansonsten gebt ihr euren Speicherort an und exportiert das Ganze. Ich habe das Ganze jetzt in unbenannten Export exportiert. Convert to Cube, gehen wir drauf, klicken auf das, was wir gerade exportiert haben. Wenn dann mal mein Mac mitmacht, jetzt Open. Jetzt erstellt er eine LUT mit der Endung Cube.
Das war's dann eigentlich schon. Jetzt könnt ihr die LAT noch umbenennen. Geht auf Information und gibt der LAT einen Namen. YouTube LAT, ganz einfach. Und dann war's das eigentlich auch schon. Ihr habt eure eigene LAT erstellt. Könnt ihr in euer Programm reinladen. Und habt viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Like da. Ein Abo, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und falls ihr Wünsche habt an Tutorials, Videos und, dann schreibt es in die Kommentare. Und Dankeschön fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.